Also ich habe jetzt im Netz etwas entdeckt, ein Interview mit einem General Kujat. General Kujat, Jahrgang 42, also 80 Jahre alt, war früher der Generalinspekteur der Bundeswehr, also der höchste Soldat in Deutschland. Und er war Vorsitzender des NATO-Militärausschusses, damals der höchste General in der NATO. Er war außerdem Vorsitzender des NATO-Russland-Rates sowie des Euro-Atlantischen Partnerschaftsrates, der Generalstabschefs. Also wie gesagt, eine ganze Menge an unglaublich hohen Positionen, die er gehabt hat, und hat eine Vielzahl von Auszeichnungen von den USA bekommen, von Frankreich, von Polen, von Estland, Belgien und so weiter und so weiter und so weiter. Der hat im Januar 2022 die Bundesregierung gewarnt vor der Auseinandersetzung mit Russland, weil er sagte, die Russen werden in die Enge getrieben und sie müssen sich dagegen wehren. Er hat auch der Bundesregierung aufgezeichnet, wie man aus dieser Situation herauskommen kann. Das heißt, alle diese Politiker, die damals da was zu sagen hatten, die wussten Bescheid oder sie hätten Bescheid wissen müssen, weil sie mit Sicherheit auf diese ganzen Zusammenhänge hingewiesen worden sind. Und der Kujat ist ja natürlich jetzt kein Irgendwer, so wie, weiß ich, ein Landarzt aus der Rhön, sondern er hat also ganz, ganz hohe Positionen gehabt. Und es wurde negiert, es wurde nicht angenommen. Und er hat auch hier in dem Interview beschrieben, dass im März 22, also einen Monat später, eine Konferenz stattgefunden hat in Istanbul, auf der verhandelt wurde zwischen Ukraine und Russland. Und sie waren kurz vor einem Kompromiss, der für beide Seiten annehmbar war. Und da sei Boris Johnson gekommen aus England und habe gesagt, das geht nicht. Der Krieg muss weitergehen. Also, man hat die Ukraine geopfert, nur wegen irgendwelcher Interessen der, in diesem Falle, englischen bzw. amerikanischen Konzerne oder Politiker, je nachdem, wie man das sehen will. Und das ist alles hier in diesem Interview aufgezeichnet und ich nehme an, dass das alles real ist, dass also jetzt keine Spinnerei ist, was ich da gelesen habe, sondern dass das Interview auch so geführt wurde. Und man kann also sagen, es ist ein Verbrechen, was dort gelaufen ist, auch von unserer deutschen Regierung. Das Zweite, was jetzt ganz vor kurzem erst erschienen ist, die sogenannte RAND Corporation oder RAND Corporation, das ist also eine Denkfabrik der USA, die haben ja immer gehetzt, auch gegen Deutschland und auch gegen Russland. Und die haben jetzt dazu geraten, dass ein Kompromiss gefunden werden muss. Es muss ein Waffenstillstand gefunden werden, jetzt nach einem Jahr, nachdem also Hunderttausende von Menschen gestorben sind. Das ist unglaublich. Das wollte ich noch sagen. Dankeschön.